Experten am Stammtisch. Dummgebabbel ist gleich. Das kannst du aber laut sagen. Oh, du machst deiner Wesen Eindruck, Buh. Was ist los mit dir? Oh, ich hab gleich mein erster Check-up beim Arzt. Oh, ich hab aber schon ein bisschen Schiss davor. Du bist vielleicht ein Hosenschisser. Das kannst du aber laut sagen. Du bist vielleicht ein Hosenschisser. Oh, das ist doch nichts Wildes. Du wirst zuerst ein bisschen Blut genommen und dann... Mit Spritz? Oh, natürlich. Bei welchem Arzt bist du dann? Beim der Wampfgans. Oh, der Wampfgans. Jetzt machen wir bitte keine Panik, Erwin. Da hat noch die dicke Nadel von früher. Oh, warum? Die sehen aus wie Stricknadeln. Man läuft den kalten Schweiß runter. Halb so wild, Willi. Es tut zwar weh, aber es dauert schon nicht lang. Und dann wird noch ein Zuckertest gemacht. Ob ich geht und das? Ja, da kriegst du das Ohr gepiekst. Und es wird ein bisschen Blut genommen, ja. Im Ohr? Ja, das Blut zwar wie die Sau, aber am besten ist, du nimmst du ein paar Kicherrollen von daheim mit. Wie? Das Blut wie die Sau. Halb so wild, Willi. Es tut zwar weh, aber es dauert schon nicht lang. Und in aller Regel wird er noch ein C-Test gemacht. Ein C-Test? Da kriegst du Flüssigkeiten angespritzt und da was? Ich spritze ins Arg? Ah, nie und nimmer. Das merkst du doch gar nicht, Willi. Aber wollte ich mir überlegen, warum es ganz bist du eine dicke Nadel? Ich bin Bad Schnaff. Schloss mir doch kein Spritz ins Arg geben. Halb so wild, Willi. Es tut zwar weh, aber es dauert schon und nicht lang. Und am Schluss kommt dann noch die Haferrundfahrt. Ich will's nicht wissen, was das ist, Erwin. Also, weil die Brust da untersucht, kriegst du mit den Finger in der Bubbles gelangt. Wer steht keine Finger in der Bubbles? Willi, stell dich jetzt da dran. Aber wollte ich mal überlegen, was für große Hände Dr. Wamsgans hat? Oh, der hat ja Finger. Kennst du gerade meine? Der hat 5 Haarwürdige Fleischwurst an der Hand. Ich glaube, ich spreche gleich zusammen. Halb so wild, Willi. Es tut zwar weh, aber es dauert schon nicht lang. Willi hat's voll gerafft. Aber er hat doch bloß ein bisschen Blödsinn gemacht. Man wollte nicht noch was hochnehmen. Nein, so ein Spesselchen dürfen wir mit mir nicht machen. Ich bin fix und alle her. Du Willi Knecht. Das war's euch, du musst los zum Doktor. Jetzt folgen wir aber doch in Stelle vom Herzen her. Ein leider Gedanke, man steckt ihnen den Finger in den Puppel. Hey Willi, das passiert nicht. Das hat man noch vor 100 Jahren so gemacht. Gott sei Dank. Bis später, Junge. Also Willi, der kann man ja so einfach auf die Schippe nehmen. Und da wisst, dass der Dr. Wamsgans beim Check-up immer eine Haferrundfahrt macht, so wäre der Willi nicht so einfach weggetappt. Aber in einem hast du recht gehabt. Ich weiß, Paul. Er hat wirklich eine große Hand. Der Dr. Wamsgans. Traudelschale, 2 Schale, 3 Konzile, Bluna. Experten am Stammtisch. Dummgebabbel ist gleich. Das kannst du aber laut sagen.